Einmal ist das so eine relative Sache. Damals gab es keine Trennung zwischen Land und Partei. Es war die Partei der Arbeit. Wenn man so einen Job bekommen hat, dann musste man auch verstehen, ja, entweder mache ich diesen Job oder mache ich nicht. Und da gab es auch einen inneren Kompromiss. Man kannte den Rahmen, man kannte die Schranken und musste man aufpassen. Es gab auch Leute, die nicht immer einverstanden waren und die hatten später Konsequenzen. Für mich war das noch leichter in einem anderen Sinn, denn ich habe nicht Propaganda-Artikel produziert, ich habe nur eine technische Arbeit, Übersetzungsarbeit gemacht. Auf der anderen Seite gab es auch Momente, wo man glaubte, also da hilft man dem Land vorwärts zu gehen. Denn das Wissen, was wir über Aufnahmen, über Westeuropa hatten, war am Anfang sehr gering. Und das wurde später bereichert und in den 80er Jahren zum Beispiel, dass es in unserem Land auch Nahrungsmittelschwierigkeiten gab, dann haben viele Leute auch verstanden, so geht es nicht. Selbst Kommunisten waren mit dem eigenen System nicht zufrieden. 1985 ist damals dann Enver Honscher gestorben. Bis 1990 hat sich dann noch das kommunistische Regime gehalten, bis es gestürzt wurde. Wie hast du so diese Übergangszeit erlebt, bis dann 1991 freie Wahlen waren? Gut, also 1985 ist Honscher gestorben und sein Nachfolger war...